Gut. Ich weiß zwar nicht, warum, dass ich da jetzt genau nochmal hochgehe, aber wie gesagt, die Karte, ich finde es ein bisschen schade. Ich meine, es kann sein, dass das alles nochmal relativiert wird, dass vielleicht wirklich diese Ecken, die so aussehen, als wie wenn man noch durchkommt. Also wie hier zum Beispiel in dem Raum, wo wir, in dem Raum drüber, wo wir sind, da sieht es rechts so aus, als würde ich da irgendwo durchkommen. Ja, das sieht leider so aus. Die nerven mich echt hier am meisten, ne? Vielleicht geht es auch da irgendwo. Lass mich einfach treffen, weißt du, so, mir nichts, dir nichts, ja klar lass ich mich treffen, ist doch vollkommen egal, hey. So. Der ist mir ehrlich gesagt egal diesmal, so. Ist da drüben irgendwas? Nee. Nee, nicht wirklich, okay. So, und da müssen wir jetzt trotzdem gucken, weil da sieht es aus, als würden wir rechts hier irgendwo durchkommen. Warten. Müsste sich eigentlich mit einer Ladung ausgehen. Ging sie vorher auch nicht aus, ich trotzdem so warten. Miep, 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 miep. Toll. Ach stimmt, stimmt, diese Kästchen, die bringen ja auch nicht mal was. Das vergesse ich ja immer. Das sieht so merkwürdig aus. Jetzt würde ich hier durchkommen. So, aber da waren wir. Nee, komm, wir laufen jetzt nur wieder in dieselben Richtungen. Wo müssen wir denn hin? Wo ist denn. Wo ist denn? Warum ist da rechts eigentlich, da links meinte ich, eigentlich kein Ding jetzt eingezeichnet, kein... Oh, hi. Ach, hey. Keine gute Idee, was ich gerade mache, hier zu verweilen. Warum ist da links... Nee, nicht da, Moment. Ach, muss kurz kratzen. So, da. Es gibt einen Speicherpunkt und da links ist ja eine Tür, aber die ist irgendwie nicht eingezeichnet. Oder ich bilde mir ein, dass da eine Tür war. So, natürlich, natürlich trifft mich... Also, diese verdammten Bälle... Ich hasse... Ach, wir haben ein Level-Up erreicht. Das ist ja schön. Gott sei Dank, sonst wäre ich jetzt eh gestorben von diesen bescheuerten Bällen, weißt du? Genau, da oben soll's... Achso, das ist wieder so eine Rückkehrtür. Okay, verstehe schon. So, Level-Up, gut. Nein, das ist falsch. Das wollte ich nicht. Ich wollte da rein. Nein, da wollte ich rein. So, wir nehmen hier eine wirklich nette Kühlpumpe. Sehr schön. So, da unten ist der Teleporter. Wir haben, was haben wir denn jetzt schönes? Strich, Dreieck mit einem Punkt unten. Wo könnte denn, das ist da rechts. Okay, wir packen, gehen rein in den Teleporter und gehen dann nach rechts. Okay. So, also hier kurz nach unten. Genau, rein in den Teleporter. In den letzten. Brissel, 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 brissel. So, und da müsste jetzt rechts oben so eine Tür sein. Ist hier eigentlich ein Speicherpunkt auch irgendwo? Ja, müsste auch sein. Wo ist hier der Speicher? Der Speicherstein. Haben wir da in dem Zwischenbereich schon? Ja, okay, da ist der Speicherstein. Gut, weil ich mache eine kurze Pause. Also, bis gleich, Leute. Tschüss. Ja, und da bin ich schon wieder zurück, hier in einer weiteren Aufnahmefolge für mich. Für euch ist wahrscheinlich nichts vergangen, zeittechnisch. Ich habe natürlich schon wieder hier ganz toll vergeigt. Was habe ich jetzt? Ach Gott. Ja. Ich kann das Spiel nicht mehr. So, wir haben eine neue Karte, Dreieck, Punkt, irgendwas. Die haben wir ja letztes... Ach, die wäre hier oben. Stimmt, genau, die müssen wir mitnehmen. Stimmt, da haben wir letztens eine Pause gemacht. Und ja, ich dachte mir, ich schiebe jetzt nochmal schnell eine Aufnahme rein. Ich habe zwar heute nicht viel Zeit... Aber, hey, ein bisschen geht immer. Ja, ganz klar. Deshalb hier Aufnahme. Hey, was? Achso, ich kann ja Doppelsprung. Habe ich ganz vergessen. Juhu. Und rein da. So. Wow. Danke, Lag. Ja, hat mich sehr, sehr gefreut, dass du mich wieder mal begrüßt hast. Moment. Moment. Natürlich nehmen wir die Goldkiste mit. Gold. Wunderbar. So. Zack. Zack. Ach hey. Oh, ach hey, natürlich, der... Ich Trottel. Habe ich mich verdrückt? Was ist los? Ja, ich weiß nicht genau, was genau los ist, aber ich bin offensichtlich nicht so bei der Sache. Das ist ganz schlecht, ja. So. So. Gut, ja. Also dann. So, durch und nochmal und diesmal machen wir es richtig. Hallo, Frozen. Oh, oh. Ah, kurz warten. So.
kurz warten, abwarten, abwarten, abwarten und freeze. So, sehr gut. Schön das ganze Loot mitgenommen. So, ist da drüben was? Nee, natürlich nicht. Aber ich kann jetzt Doppelsprung, Speed-Dow-Dingens machen. Also ich bin gut. So, okay, ich geh mal... Moment. Ah ja. So, das aber... was? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt genau gemacht habe, aber es war, glaube ich, ganz gut so. So. So, hoch, 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 hoch und runter da. Oh nein! Also, oh nein! Das geht ja gar nicht weit runter. Ach, Stacheln, na toll. Oh, ah ja, okay. Toll, ich dachte mir, da wäre ein Geheimnis drüben, aber war natürlich nicht. Vielleicht sollte ich... Das ging jetzt weit nach unten. So, vielleicht sollte ich ein Öl trinken. Na gut, ist nicht so toll. So, gucken wir weiter. Wo sind wir denn eigentlich jetzt gerade? Ach, da... Oh, es geht in ein neues Gebiet runter, hätte ich gesagt. Das ist ja schön. Speichern. Gut, aber wir kommen da nicht rein. Das ist ja toll. Zack. Gehen wir eben da durch. Wenn uns die normalen Wege nicht offen stehen, müssen wir die geheimen Wege gehen. So, abwarten. Oh, ach, so einer schon wieder. So, abwarten, abwarten. So, und jetzt kurz aufladen, 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 aufladen. Zack. Zack. So, abwarten, 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 abwarten. So, und kaputt. Gut, okay, achso, jetzt ist die Tür unten aufgegangen, oder? So, zack, zack. Sehr schön. Oh, oh. Das ist ja cool. Ein neues Gebiet mit neuen Texturen. Das war eigentlich jetzt ein bisschen... Wow, mega gute Bomben. Guck mal, die neuen Bomben. Wow. Jetzt wird spannend, ja? Vielleicht sollte ich mal kurz gucken, dass ich die alten Bomben verwende. Also ich habe gar keine kleinen Bomben mehr, okay. So. Denn, boah, das war knapp. Schön große Bomben. So, Moment, ah, ganz kurz. Ne, muss doch nicht niesen. Ah, jetzt habe ich versehentlich eine Bombe hingelegt. Oh, Großraumöldinger. Das ist ja schön. Okay, jetzt haben wir wirklich die Tier 3 Dinger schon. Ja, da scheint auch Tier 3 Gebiet zu sein, muss man fairerweise dazu sagen. Das war jetzt ein bisschen doof. Ich weiß nicht, was ich genau hier mache, aber es ist nicht richtig. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Es hilft mir nicht so viel. Ich hasse ja nicht, weil ich bin leider ein bisschen gefrozen. Überhitzt. So, das war kaputt, toll. Und ich nehme natürlich alles mit. So, wir trinken mal kurz einen Ölkübel. Ja, das gehört dazu. Eigentlich muss ich den gar nicht freezen, weil der kann ja eh nicht aus. So, okay. Jetzt trotzdem ganz kurz nach oben natürlich das Kistchen mitnehmen, weil wir müssen da nur... episch Doppelsprung-Stunts machen, dann haut das alles gut hin. Oh, und ich merke gerade, da kommt viel mehr Geld raus. Wunderbar, ich mag es, wenn viel mehr Geld rauskommt, natürlich. So, oh hi, was bist du denn, Jules? So. Und ich hoffe, dass jetzt auch das Level ein bisschen schneller geht. Ja gut, wobei es ist eh okay. Ich möchte natürlich alle Dinge haben, aber das wird wahrscheinlich etwas schwieriger werden, aber naja. Ja toll, jetzt sind da wieder meine Lieblingsbällchen. Aber sie folgen einem gewissen Muster. Also ich kann hier... Okay, sie folgen keinem Muster. Toll. Ich hasse Bällchen. Gut. So, nach unten. So, okay. Ist da? Nö, da ist nichts. Dann gucken wir mal. Nee, ich guck zuerst. Ah, das ist immer so schwierig. Sollte ich jetzt erst... Ja. Ah, okay. Die Biene ist auch... Was lustig ist an den Bienen... Wenn ich die, genau, wenn ich da einmal den da mache, dann kann ich sie abschießen, weil die, das ist etwas unlogisch, wenn die gefreezed sind in der Luft und ich sie da nicht treffen kann. Das wäre etwas komisch. So, abwarten, abwarten. Na, ist eh nur eine Geldkiste. War wieder zu früh. So. Gut. Ja, lag. Hallo? Habe ich schon mal erwähnt, dass mein PC manchmal komische Dinge macht? Ich muss mir echt mal einen neuen PC kaufen. Aber ich will nicht. Ich glaube, das ist nur die Disk. Ich habe meine High-Performance-Disk gegen eine schlechtere Disk eingetauscht. Also es ist eine neue, aber es ist halt kein Raid mehr. Ich hatte vorher ein Raid, also eigentlich keine High-Performance-Disk, sondern ein Raid, ja, mit zwei relativ guten Disken.
Jetzt habe ich halt ein Raid mit einer, kein Raid mehr, mit einer guten Disc. Das ist natürlich wahrscheinlich jetzt genau das Problem. Ich meine, es prinzipiell funktioniert, aber... Aber halt trotzdem irgendwie nicht immer. So, was ist da drin? Karte? Ja, wunderbar, die Karte vom neuen Gebiet. Huch, da wollte ich ja gar nicht hin, ich wollte eigentlich dahin. So, Karte. Aufmachen, sehr schön. Wie sieht das Gebiet aus? Ja, wir sind sehr linear unterwegs, das gefällt mir gut. Ist das dann das Ende oder? Hm, ist eine gute Frage. Ich bin gespannt, wie groß die Welt hier wirklich ist dann. In Summe. So, komm, das bringt jetzt so nichts, weil ich muss natürlich zuerst die Gegner kaputt machen. Oh, es hat doch was gebracht. Keine Ahnung, warum, dass ich das trotzdem geschafft habe, aber ich hinterfrage es jetzt nicht. Weißt du, da geht es nicht rüber. Das sieht doch voll aus, als würde es hier rüber gehen. Cheaterei! So, nach unten. Yay! Okay. Ein Warp-Punkt. Zack, und aktivieren. Sehr schön. Warp-Punkt wurde aktiviert. So, da kommen wir so nicht durch. Okay. Ein Speicher... Oh, ein Speicherpunkt und ich vermute mal... Dass wir da jetzt auch das gute Öl kaufen können. Ja, wunderbar. Was kostet das? 100. Großer Kühltank 80. Ja, komm, wir kaufen ein paar. Weil es egal ist. Ich habe genug Geld. Oh, Schaden 3. Ja, komm, das Ding kaufen wir uns, weil es egal ist. Das rüsten wir gleich mal aus. Was haben wir denn momentan schwertechnisch überhaupt? Ja, genau. Wir haben momentan... Schaden 3 und jetzt haben wir Schaden 4, also Schaden 2x3, sowas. So, und ich nehme aber trotzdem den. Die neuen Öltanks nehmen wir noch nicht. Ja. Oder ist wieder die Vogelscheuche? Vielleicht bekomme ich auch einen Perk, wenn ich da. Nee. Also, wenn ich mit mehr Schaden raufhaue, dachte ich mir, aber es wurde nicht so. So, gut, da ist eine Tür, sie zu knechten. Da ist eine weitere Tür, sie zu knechten. Ja, Hilfe. Da kommt, du kannst mir gar nichts. Ja, weil ich mache viel mehr Schaden mit meinem Schwert. So, wo kann ich jetzt nach unten? Wahrscheinlich kann ich nicht, oder? Ja, unten, okay, unten ist die Türe zu. Moment, das sieht ja... Das sieht verdächtig hier aus. Sieht aber nur so aus. Okay. Toll. Ich dachte mir, ich habe was Tolles gefunden. So, rein da und hoch da und dann gucken wir... Oh, hi. Oh, wow. Ah, okay, die kann ich also so, wenn ich sie einmal gestunt habe, kann ich die treffen. Wahrscheinlich kann ich nur die Diamanttypen treffen, nicht treffen, wenn ich sie gestunt habe, oder? Ja, zumindest haben wir das jetzt gelernt zum Schluss, ist ja auch schön. Moment, was war da? Warum kann ich da hoch? Kann ich ja nicht. Na, okay, gut. Oh, ein Speicherpunkt, sehr schön. Moment. Okay, nee, wir gehen natürlich. Wir gucken zuerst unten rein. Immer zuerst die Geheimtüren öffnen. Ja, sehr schön. Das sind Eis-Freeze-Tanks. Die müssten jetzt eigentlich richtig lange freezen, oder? Die Dreier-Freeze-Tanks. Voll episch. Moment, ich rüste die mal kurz aus. So. Huch, okay. Ja. Ah ja, okay. Ja, bitte. Hat er das jetzt geöffnet? Ja. So, machen wir schnell kaputt. Stirb, du komisches Propellervieh. So, Müll, komm her. Also Schrott, also Erfahrungs... Ernsthaft. Moment. Nein. Autsch. Ich mache gerade Sachen, die ich nicht machen soll. Genau. Boah, der Laser ist ja fies. Da darf ich dann echt nicht mal springen quasi, oder wie? Gut, okay. Ich möchte trotzdem die Öl, noch nicht die teuren großen Öltanks nehmen. So. Habe ich da jetzt wieder zweimal gedrückt? Nee. Weil ich weiß ja nicht, ob ich beim Laser dann wieder instant tot bin. Wahrscheinlich ja nicht. Aber keine Ahnung, man weiß es nicht so genau. So. Gut, einmal kurz Öl geschlürft. Und weißt du was? Wenn die kommen... Ja, hallo Laser, das freut mich sehr, dass du da bist. So, einmal den da. So, einmal den da. Ich bin gefreezed. Was? Ich bin nicht lange gefreezed. So. Gott sei Dank. Also, ich war... Da war ich jetzt ehrlich gesagt nicht sehr begeistert. Oder ist das Freeze... Also, das Freeze ist wahrscheinlich auf An...
ich dachte immer, das ist eine Zeit lang und nicht auf Anzahl der... Wie viele Attacken das ich mache. Ja, keine Ahnung. Moment, kurz trinken. Nein, ich trottel. Toll, hallo. Ah, das Problem beim Trinken ist halt auch, dass das so langsam auflädt. Ich glaube, ich nehme doch die größeren Ölfässer. Moment. Hä? Warum habe ich 13 und 3... Was? Moment. 13, großer Kühltank. Und dann zeigt er mir nochmal... Das ist irgendwie komisch. Warum zeigt er mir... 13 und 3... hallo? Ich bleib mal bei den 13. Ne, bei den 3 trinken wir mal. 2. 13. Ja, keine Ahnung, warum das die unterschiedlich angezeigt sind. Ich weiß nicht genau. Aber ich nehme mal die großen Öltanks, weil vielleicht bin ich damit besser. Da. Zack und zack. Oh, hallo Freund. Hallo Freund. Hallo Freund. Hallo Freund. Ja, die Bombe nehmen wir ausnahmsweise nicht mit. So. Gut. Oh, verdammt. So, abwarten. Und ich bin wieder end. Verdammt. Out. Toll, ich hätte... Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hätte machen sollen. Ja, es ist... Also am Anfang, die ersten sind dann schon immer ein bisschen Herausforderung. Die ersten Battle Arena in neuen Gebieten. Aber naja, die Erfahrung wird schon richten, sage ich mal. Weil ich habe ja echt so Angst vor dem Laser, muss ich ja zugeben. Ja, toll. Nehme ich gleich die Bomben am Anfang wieder mit. Sehr klug. So, einmal das Öl schlürfen. Das war jetzt ein bisschen zu früh für den Freeze-Trank, verdammt. Wow. Na gut, so schlimm ist es gar nicht. Alter. So. Autsch. Nicht springen. So. Nein, autsch. Verdammt. Toll. Ich hab... Super. Ich bin echt nicht begeistert von den besten Freeze-Tränken jetzt. Das muss ich leider echt sagen. Jetzt habe ich aber... Hä, warum sind da jetzt nur noch 2? Großer Kühltrank. Warum habe ich da jetzt nur noch 2? Ich hatte doch da so viel gekauft, oder? Elf, zwei, zwei. Hä? Das ist irgendwie ein Fehler, oder? 11? Ich weiß nicht. Der zeigt 11 an. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht ganz. Ich nehme jetzt einfach mal... So. Ich nehme jetzt einfach mal permanent. Problem ist nur, ich habe nie Zeit zum Trinken in Wirklichkeit. So. Gut. So. Verdammt. Wow. So, einmal den trinken. Einmal nochmal den Freeze-Trank trinken. Nochmal den Freeze-Trank trinken. Aber wie viel hält denn der aus? Muss das sein? Nochmal den Freeze-Trank trinken. Das Tolle ist, ich komme dann nicht mal mehr vorbei. Okay, ja gut, das war jetzt nicht ideal, aber hey. Besser als nix. So, einfach hier aufpassen, ja. Damit mich die nicht mit diesen blöden Bomben treffen. So, okay. Hier auch aufpassen, damit mich die nicht mit der... Toll. Oh nein! Komm her! Ah, ich habe das Ding auch getroffen. Sehr schön. Komm her. Alter, stirb jetzt endlich. Wow. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Nein. Nein. Verdammt. So, schnell Freeze-Tank reinhauen. Boah. Wie bitter das Ganze doch ist. Heieieiei. Das Gute ist, ich muss ja bei den Tränken echt
brauche ich mir nichts denken, weil ich habe echt genügend Geld. Also wenn ich was viel habe, dann Geld. Ja. Ich würde ganz gerne so eine Verschnaufpause, wäre echt schön. Wie oft willst du mir jetzt diese Gegnerhorden noch um die Rübe hauen? Ne, Spiel? So. Oder sind das, also das sind immer unterschiedliche, oder? Weiß man nicht so genau. So, haben wir es jetzt geschafft endlich, oder? Okay, ich hätte nichts trinken sollen, weil ich habe es geschafft.